In der letzten Woche haben die Entwickler eine Sims-News geteilt, die für viele wahrscheinlich die spannendste seit vielen Jahren ist. Endlich wurde nämlich geteilt, dass sich die Sims-Entwickler mit den vielen Problemen und Bugs, die uns schon seit vielen Jahren plagen, auseinandersetzen möchten. Hierfür haben sie nun ein eigenes Team eingerichtet, welches sich ausschließlich um die Analyse und Behebungen kümmern wird. So soll es regelmäßig grob alle 2 Monate größere Fehlerbehebungs-Updates geben. Das erste davon erscheint bereits irgendwann diese Woche. Dieses soll dann erste Verbesserungen bezüglich der Spiele-Performance integrieren, vermutlich aber eher im kleineren Rahmen. Ich glaube, man muss das mal so explizit sagen. Dieser Post von den Entwicklern auf Twitter war der erste, wo mal offiziell zugegeben wird, dass das Spiel wirklich sehr verbuggt ist. Ich glaube nicht mal bei The Sims 3 haben sie das jemals so explizit gesagt. Die Entwickler beheben natürlich immer regelmäßig Fehler, mal kleinere, mal größere und oft sehr unwichtige. Aber das war ja bisher nie so ein richtiges Schuldeingeständnis, sage ich jetzt mal. Das war wirklich jetzt ein erster ganz wichtiger Schritt, der jetzt hier gemacht wurde. Wir kennen es ja leider alle. The Sims 4 läuft wirklich seit Jahren schon ziemlich schlecht, hat so viele Bugs. Es kommen immer mehr dazu. In der letzten Zeit auch immer absurdere und gröbere Bugs und ich finde, so konnte es jetzt auch irgendwie nicht weitergehen. Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht auch, warum EA so lange nichts gemacht hat. Mit der Behebung von Fehlern kann man kein Geld verdienen und es eignet sich einfach nicht für Werbung. Ach, das wär's jetzt noch, wenn EA extra ein Pack rausbringt, was dann Fehler behebt. Aber obwohl das jetzt alles so positiv ist, ich frag mich immer noch, woher jetzt plötzlich dieser Sinneswandel kommt. Also irgendeinen Hintergrund muss es ja haben, dass sie jetzt so spät in der mehr oder weniger letzten Phase von The Sims 4 dann plötzlich jetzt anfangen, Fehler zu beheben. Vorher war es ja auch scheinbar so ein bisschen egal für die Entwickler, jetzt auf einmal nicht mehr. Ist die Frage da, ob es vielleicht bei den Sims generell nicht mehr so gut läuft? Die Verkaufszahlen sinken so ein bisschen. Da versuchen sie dann, das Spiel ein bisschen weiter zu polieren, wer weiß. Oder auf der anderen Seite, vielleicht ist auch die Sims 5, aka die nächste Sims-Generation, noch viel weiter weg, als wir es jetzt irgendwie so gedacht haben. Und die Entwickler wollen nochmal eine bisschen bessere Basis schaffen dann für weitere Packs, die noch kommen. Wäre auch so eine Theorie. Der Worst Case wäre natürlich auf jeden Fall, wenn es jetzt nur so eine Art Marketing-Move war. Ich muss ja immer noch sagen, dass ich so ganz leicht skeptisch bin. Ich glaube, das wird sich dann in der nächsten Zeit zeigen, wie viel da an diesem Versprechen dran ist. Aber ich glaube, wenn es jetzt nur so eine Aktion war, um die Spieler zu beruhigen, dann raste ich richtig aus. Was auf jeden Fall auch noch ganz schön ist und was ich an der Stelle erwähnen will, unsere Kritik ist wichtig und wie man in diesem Beispiel gesehen hat, sie hilft auch manchmal. EA macht oft das, was sie wollen und hören nicht so wirklich auf die Spieler. Aber jetzt in diesem Fall, wir haben 10 Jahre dafür gekämpft, dass es mit den Bugs besser wird und EA hat jetzt schon mal im ersten Schritt ein bisschen eingelenkt. Das ist doch wirklich positiv. Was denkt ihr zu dieser Thematik? Freut ihr euch darauf, dass die Sims-Fehler hoffentlich in einer gewissen Weise endlich ein bisschen verschwinden? Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.